Er hat dauernd immer Tagebuch geschrieben im Krieg, Russisch, weil anders durfte man in der Armee nicht schreiben. Das sind möglicherweise ungehobene Zeugnisse, weil die gibt es alle noch. Das hat, glaube ich, niemals jemand mit System durchgesehen. Und es ist handschriftlich, es ist Russisch. Also der Weg eines 16-Jährigen durch den Krieg, bis er dann 19 ist und an der Oder ankommt. Als er hier über die Oder kam, haben sich die Ereignisse so überstürzt, hat er jedenfalls erzählt, dass er nichts mehr geschrieben hat. Also diese. Und er hat sich dann im Vorfeld von Ich war 19 hingesetzt und hat seine Erinnerungen rekonstruiert, so wie sie ihm einfielen. Insofern, so die moralische Situation, in der er hierher kam, ist natürlich authentisch. Die hatte er aber schon ab Pommern, ab Ostpreußen, ab Schneidemühl oder wo er da gekommen ist, durch Polen. Aber die Vorgänge nördlich um Berlin herum, also die Schauplätze sind authentisch. Die Armee war, glaube ich, die 49. oder 48., mit der er kam, ist authentisch. Der Weg der Armee nördlich bis Potsdam ist authentisch. Und die Vorgänge, soweit er sie notiert hat. Dann haben wir diese Vorgänge uns angesehen. Uns war klar, wir wollen so eine Art Tagebuchstruktur erhalten. Also keinen Episodenfilm in dem Sinne machen, dass die einzelnen Episoden sich schließen. Und dann haben wir aber Dinge punktuell auch geändert und Dinge ausgedacht natürlich. Also wir haben die Szene mit den beiden Frauen ausgedacht in der Kommandantur, die er so nicht erlebt hat. Nur die Situation, dass er Zeuge von Gewalttaten wurde, die ihn hilflos machten und eigentlich auch draußen ließen, die hat er gehabt. Oder natürlich hat er die Situation gehabt, sagt er, als hat er erzählt, als Ostpreußen kam und die deutschen Städte brannten. Wie finde ich das eigentlich? Und er hat sich gewehrt gegen das Gefühl, das finde ich gut. Endlich brennen die richtigen Städte. Und gleichzeitig sagten aber Leute zu ihm, sag mal, was den ganzen Krieg über nie jemand gesagt hatte in der Armee. Sag mal, du bist doch hier dein Land. Also dieser Konflikt hatte sich ja aufgebaut. Wir haben diese Szene ausgedacht, weil wir natürlich wussten, wir müssen an diesem Thema der Vergewaltigungen, das kann man nicht einfach weglassen. Wir wussten aber auch, man kann es nicht unkontrolliert emotionalisieren und sagen, dies ist endlich der enthüllende Film über, weil das Kriegsende ja auch etwas anderes war als nur das. Also haben wir zum Beispiel, haben wir lange darüber nachgedacht, diese Situation zwischen zwei Frauen zu legen und nicht zwischen einem Mann und einer Frau und den Mann hilflos dazwischen zu setzen. Nicht? Das ist ausgedacht. Aber authentisch ist die Szene, dass sie ein Büro besetzt haben, und die machten da Verwaltungsarbeit und waren ganz entrüstet, dass die Russen da waren, die Wehrmacht. Und also bis zu solchen Sätzen, wir kommen mit dem Bus aus Berlin, was machen Sie hier überhaupt? Ja. So, das war authentisch.